Herzlich willkommen zur zweiten Session am Nachmittag zum Thema Handelskonzepte. Wir werden gleich in ein paar Minuten mit Markus Rodermann von Kaufland über die ersten Erfahrungen von Kaufland im Bereich E-Food nach 6 Monaten sprechen. Wir werden uns dann von Frank Rehme inspirieren lassen. Wir sind ganz gespannt auf Thorsten Heimann von Lidl, der seine Sichtweise auf den Discountmarkt in Deutschland darstellen wird. Aber wir starten mit Herrn Kortum und mir mit dem Thema Betriebsform und Lebenszyklus. Ich darf zunächst Herrn Kortum vorstellen. Herr Kortum, 18 Jahre lang erst im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, bevor er dann den Weg an die DH gefunden hat und seit 3,5 Jahren Professor bei uns ist. Genau, auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich kann mir meinen Kollegen Herrn Stefan Rüschen noch vorstellen. Herr Stefan Rüschen ist jetzt seit fast 4 Jahren an der DHBW, Studiengangsleiter für Lebensmittelhandel und hat auch 16 Jahre Erfahrung im Lebensmittelhandel. Das soweit, Herr Rüschen. Ja. Wir wollen über Betriebsformen im LEH vor allem reden, nämlich gucken, gibt es da eigentlich irgendwas Innovatives, Spannendes oder ist das eigentlich eine relativ langweilige Entwicklung? Unser Ausgangspunkt ist ein Zitat von dem Herrn Mund, Präsident des Kartellamts, der da sagt, die zunehmende Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel führt zu einer Verarmung des Angebotes für den Kunden und macht sich deshalb ganz, ganz große Sorgen bei jeder Fusion, die immer ansteht. Der Haupttreiber seiner Gedanken kommt natürlich daher, dass die großen 4,75% des Marktanteils haben. Und wir wollen mal gucken, ob wir das auch so sehen. Zuallererst mal, wenn man auf die Zahlen blickt für die Betriebsform, diese typische Nielsen-Statistik über mehrere Jahre, dann hat man den Eindruck, dass es in der Tat relativ langweilig zumindest eigentlich ist. Denn die großen Verbrauchermärkte und die Discounter und die Drogerien bleiben im Marktanteil grundsätzlich relativ konstant. Die einzigen, die gewinnen, sind die kleinen Verbrauchermärkte, das sind die zwischen 1000 und 2500 Quadratmeter und zwar signifikant. Und die einzigen, die signifikant verlieren, wenn einer gewinnt, muss auch einer verlieren, das sind die großen und kleinen Supermärkte, also alle Einkaufsstätten, die bis insgesamt 1000 Quadratmeter sind. Das ist das Einzige, was man sozusagen sieht. Wenn man das dann überträgt auf den sogenannten Lebenszyklus, das ist ja unsere Idee, die wir dann auch anhand des darstellen wollen, dann sieht man, dass eigentlich nur Verbrauchermärkte klein noch am Wachsen sind und der Rest befindet sich in einer Reifephase, ab und zu vielleicht mal ein bisschen Relaunch offensichtlich, beziehungsweise ist eigentlich gerade mehr oder weniger am Absterben. Wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, glauben wir, dass man aber viel mehr sieht. Zuerst beim Discount. Genau, fangen wir mal beim Discount an. Also wir haben uns jetzt verschiedene Betriebsformen rausgesucht. Wenn man sich den Marktanteil über die letzten 10 Jahre anguckt, würde man sagen, da passiert was gar nichts. Das ist eine relativ langweilige Geschichte. Dem ist nicht so. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war auch mal Bezirksleiter bei einem süddeutschen Discounter 1994 bis 1997. Ich hatte 7 Filialen. Die größte Filiale hatte 400 Quadratmeter. Ich hatte keine Scannerkassen. Ich hatte eine Filiale, die hatte gar keinen Parkplatz. Ich hatte eine Filiale in einem ehemaligen Kino. Das wurde umgebaut, der Kinosaal. Ich hatte eine Filiale am Reddach, im Reddachhaus, in Norddeutschland gibt es sowas ja noch, wäre heute sicherlich alles undenkbar. Also da hat sich in den 20 Jahren sehr, sehr viel getan. Wir sprechen da auch jetzt vom Trading-up entsprechend Prozess. Das bezieht sich einmal natürlich auf das Sortiment. Es sind starke A-Marken eingelistet worden, die es früher nicht gab. Es sind Premium-Eigenmarken entwickelt worden. Es sind die frische Konzepte überarbeitet worden. Es gibt jetzt die riesen Backshops. Man hat sich auch sehr fokussiert auf den Wettbewerb mit dem Handwerk. Es ist auch bei dem einen oder anderen ein Online-Shop dazugekommen, der das stationäre Programm erweitert. Und insofern sehen wir beständig, dass also neue Konzepte getestet werden, dass sie auch eingeführt werden. Wir sehen das auch schon mal, dass neue Konzepte vielleicht kurz vor dem Start wieder eingestellt werden. So etwas gibt es auch mal, wie zum Beispiel das Click und Collect-Konzept bei Lidl. Wenn wir jetzt so sehen würden, dann würden wir vielleicht vermuten, dass die Discount-Landschaft einfach viel zu langweilig ist. Aber wir sagen schon, selbst die Discounter als Betriebsform sind unheimlich spannend, unheimlich vielfältig, weil die Trading-Up-Prozesse laufen nicht gleichmäßig, sondern unterschiedlich. So sehen wir zum Beispiel, Penny wird zum Nachbarschaftsdiscounter. Lidl und Aldi verkaufen sehr gut Non-Food, das spielt bei anderen vielleicht keine Rolle. Der Lidl hat seit 2008 einen Online-Shop, den hat der Aldi bis heute nicht in Deutschland. Also wir sehen, dass da sehr, sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten mal rauskommen. Aber insgesamt schon ein Trading-Up in der Branche. Und wir sagen eigentlich jetzt, es ist inzwischen wieder Potenzial für einen Hard-Discounter da. Ein Hard-Discounter, der verzichtet auf Service, zusätzliche Leistungen, aufs Rudimentäre zurückgeschraubt ist und rein über preisaggressive Preise wieder
in den Markt eintritt. Da gibt es auch ein uraltes Konzept aus dem Handels. Unsere Studenten kriegen das von uns ständig zu hören. Wheel of Retailing ist über 80 Jahre alt von McNair, der gesagt hat, okay, neue Betriebsformen entstehen ausschließlich dadurch, dass preisaggressive Anbieter die etablierten, die einen Trading-Up-Prozess durchlaufen, angreift. So, jetzt werden wir sagen, okay, gibt es sowas? Ja, sowas gibt es tatsächlich. Wenn man nach England guckt, die Engländer sind manchmal ein bisschen weiter, auch im Handel oft, da gibt es den EasyStore.com, das ist jetzt eine Filiale in London, der jeden Artikel für 25p verkauft, mit eingeschränkten Service. Da würden Sie natürlich jetzt sagen, okay, das ist eine Eintagsfliege, das ist ein Exot, das ist gar nicht multiplizierbar, das funktioniert soweit gar nicht. Aber wenn wir dann nochmal weiter gucken, sowas ist schon skaliert worden, auch in England. Und zwar war ich, glaube ich, vor 2 Jahren war ich das letzte Mal in London und habe mir eine Aldi-Filiale eigentlich angucken wollen und direkt next door war ein englischer Händler Iceland. Ich weiß nicht, kennt irgendjemand Iceland, den Discounter? Wir kennen die Insel, die kennen wir. Keiner war jemals in so einer Filiale. Als ich da reingegangen bin, habe ich sofort gesehen, oh, das ist Discount wie in Deutschland 90er Jahre. Also das ganze Ladenlayout, der Ladenbau, die ganze Atmosphäre da drin, die Technologie, die da drin war, das war eigentlich typischer Discount in den 90er Jahren. Da würde man sagen, okay, das haben wir vielleicht in der einen oder anderen Filiale in Deutschland auch noch. Aber das Interessante und das Spannende war, die Aldi-Filiale, die nebenan war, wurde in ganz vielen Categories im Preis unterboten. Ja, also die Pizza zum Beispiel für 89p, die kostete beim Aldi UK weit über 1 Pfund. Und das ging durch verschiedene Categories durch. Insofern sind wir jetzt der Meinung, dass auch in Deutschland wieder das Marktpotenzial für einen preisaggressiven, richtigen Harddiscounter da ist, der wieder von der Palette verkauft, aus dem Karton. Und wenn man darüber nachdenkt, dass es 5 Discounter in Deutschland gibt und die sich kaum untereinander profilieren, könnte vielleicht mal einer auf die Idee kommen, damit anzufangen und das so umzusetzen und sich damit von den anderen abzusetzen. Weitere Entwicklung ist das sogenannte E-Tailing im Verbrauchermarktsegment. Die Kombination von Eating und Retailing. Es geht nicht darum, dass ich beim zum Beispiel Kaufland Neckarsulm, weil er gerade am nächsten ist, davor noch eine Bockwurst essen kann und vielleicht ein Schnitzel, was irgendwie in der Fritteuse schnell gemacht wurde. Sondern die Händler fangen an, dass die Gastronomie auf der Verkaufsfläche, auch nicht in der Konzessionärszone, sondern auf der Verkaufsfläche inszenieren. Warum tun Sie das? Gerade die großen Flächen haben ein Problem mit Non-Food. Wir haben von E-Commerce schon viel gehört. Viele Non-Food-Umsätze brechen bei den Verbrauchermärkten weg. Zweitens, Sie haben das Problem, dass die Soft-Discounter durch das Trading-Up immer näher an Sie rankommen und haben deshalb Bedarf, sich weiter zu differenzieren von den Soft-Discountern. Und das dritte Element ist der Außerhausmarkt, also eben nicht mehr zu Hause zu kochen und zu essen, sondern außerhalb des eigenen Heims zu essen, der wächst stetig, daran zu partizipieren. Die drei Gründe führen zu Konzepten, wie beispielsweise, wo wir gleich darauf eingehen, Markthalle Real, Italie, aber auch Edeka zur Heide. Zunächst zur Markthalle Real. Ganz neu, November erst eröffnet in Krefeld. Dort hat man im Prinzip ein normales SB-Warenhaus, wie man von Real grundsätzlich kennt. Man kann aber eben im Store eine frische Pizza essen, da wird Kaffee geröstet, da ist eine Konfiserie dabei. Da werden die Brötchen nicht aufgebacken, sondern die werden da komplett mit Mehl frisch gemacht. Da ist sogar eine Außenbar, da ist eine ganz große Grillstation etc. Ein richtiger Marktplatz, Food Court sozusagen, und zwar mit einer sehr hohen Qualität. Und die Idee, die der Händler einfach hat, ist, dass er seine eigenen Produkte dort zubereitet und die Qualität, von der er glaubt, die er hier verkauft, auch gleichzeitig dem Kunden zeigen kann, hey, da kann man auch echt super Sachen mitmachen. Übrigens auch zu einem vernünftigen Preis, nicht zu einem billigen Preis, aber zu einem vernünftigen Preis. Markthalle Real, tolles Konzept. Das zweite ist der Edeka zu Heide, Entschuldigung. Das heißt, eigentlich gibt es das in Deutschland schon lange, seit 2009. Ein Edeka-Markt in Düsseldorf, Düsseldorf-Reisholz, der die Idee als erster verwirklicht hat, auch dort eine Grillstation im Laden, Sushi kann man im Laden essen, frische Pasta, Konfiserie, Kaffeerüstung etc. pp. Bereits seit 8 Jahren in Deutschland präsent. 7000 Quadratmeter Laden, wenn man da ist, ganz toller Laden, macht Spaß dort zu essen und einzukaufen. Dritte Konzept, vielleicht ein bisschen abgescalter, wer es kennt, Italie. Kommt in dem Fall aus der Verbindung, wie kriegt man glaube ich selber hin, aus Eating und Italy, das heißt, sie verkaufen im Kern eigentlich nur italienische Produkte. Kommt aus Italien, gibt es mittlerweile in ganz vielen Ländern auf der Welt und der erste Markt ist in München. Die verbinden eben auch das Essen und das Verkaufen, wobei die eher vom Essen kommen und dann zusätzlich noch italienische Produkte verkaufen. Was wichtig ist, das sind jetzt vielleicht so drei, man kann Stars nennen, die man auch gerne besucht, oder wir auch sehr gerne mit Studenten besuchen, aber die einzelnen Elemente gibt es jetzt sukzessive vor allem in Edeka-Märkten.
die eine, vielleicht eine Grillstation, aber im Laden dann auch haben. Die Rewe testet, Oengi etc. pp. Es gibt ganz viele Ansätze, die versuchen, das umzusetzen. Und deshalb sagen wir, gibt es eine neue Betriebsform, die wir eben die Vertriebsform Eat-Tailing nennen. Ein drittes Element ist E-Food. Wir glauben, dass der Marktanteil in E-Food bis 2030 auf 10-15% ansteigen wird, von heute bisher erst 1-2%. Ich habe zwar heute Morgen mal gelernt, dass 10% Anteil, E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz wenig ist. Wenn ich mir allerdings überlege, dass alle Läden, die wir heute haben, 10% ihres Umsatzes verlieren, was glauben Sie, wie viele Läden dann schließen? Eine ganze Menge. Da geht vom Kuchen nämlich ganz, ganz viel weg. Also 10-15% Marktanteil ist sehr, sehr relevant. Und das Spannende an dem Markt ist eigentlich, dass man ihn unterscheiden muss in Vollsortimenter und die Spezialisten. Und im Vollsortimenter kann man wiederum unterscheiden die Pure-Online-Player oder die Klick-Unternehmen wie All You Need, MyTime oder Amazon Fresh, wenn sie denn kommen. Und auf der anderen Seite die Click-and-Mortar, man könnte auch Multichannel, Omnichannel nennen, also nicht Click und Collect, sondern diejenigen, die schon stationären Laden haben, mit vor allem Rewe, die sicherlich die höchste Verbreitung haben, und Kaufland, da werden wir auch nachher mehr zu hören, in Deutschland. Dieser Markt wird von den Anbietern her übrigens auch relativ limitiert sein. Da werden wir nicht irgendwie 30 verschiedene Anbieter haben. Deshalb ist es nicht spannender, aber genauso spannend der Markt der Spezialisten, die sich nur auf ein Sortiment spezialisieren. Sei es nun Gewürze, sei es nun Müsli, sei es nun Otto Gourmet mit hochwertigem Fleisch, sei es nun Wein, egal was sie nehmen. Und dieser Markt ist, hätte ich beinahe gesagt, von den Anbietern her fast unendlich. Wir haben den Weinmarkt im E-Commerce mal versucht zu analysieren und haben beim 200. Weinshop in Deutschland aufgehört zu zählen. Die Angebotsvielfalt ist unendlich. Und das ist deshalb auch ein bisschen spannend dahingehend, das ist ein bisschen unter Marktforschungsradar. Wir gucken alle auf Kaufland, Rewe, die dann auch veröffentlichen, was sie tun. Rewe hat gerade vor einer Stunde veröffentlicht, dass sie jetzt 100 Millionen online Umsatz machen im Bereich Food. Die ganzen Kleinen, die werden eigentlich nicht erfasst. Aber jede Biene sticht. Und was bei den Kleinen auch spannend ist, von der Logistik her haben die sich spezialisiert auf diese Warengruppe, die brauchen nicht in jedem Ort eine Logistik. Otto Gourmet, hochwertiges Fleisch, liefert in, muss ich selber gucken, 12 europäische Länder. Umgekehrt können aber auch andere, wie zum Beispiel dieses Weinhandelshaus AT aus Österreich in dem Fall, natürlich nach uns zu uns liefern, ohne dass sie ein eigenes Lager brauchen. Der Landmetzgerei Schießel, bin ich nicht verwandt, ganz wichtig, ist irgendwo in Teunz an der tschechischen Grenze, 1400 Einwohner, liefert in 24 Länder frische Weißwürste innerhalb von 1-4 Tagen. Und diese Liste ist unendlich. Die ist unendlich. Genau. Und gibt es denn vielleicht auch einen Erklärungsansatz? Und jetzt machen wir es fast wie in der Vorlesung. Jetzt können wir mal wieder von der Praxis. Okay, gibt es irgendwie einen theoretischen Ansatz, der dahinter steht? Und das ist der Longtail-Ansatz von Chris Anderson. 2008 hat er ein Buch geschrieben, The Longtail. Und das besagt eigentlich, dass wir durch das Internet im Prinzip jeder zum Distributor werden kann. Jeder kann, also es gibt eine Demokratisierung der Verteilung von Gütern. Und jeder kann über so zum Beispiel Marktplätze wie eBay oder Amazon zum Verkäufer werden. Und dadurch, dass die Verteilung demokratisiert, es ist auch die Produktion nachher demokratisiert, jeder kann auch nachher zum Produzent werden. Und das ist so der Erklärungsansatz, dass es eigentlich übers Internet jetzt möglich ist, auch Nischenmärkte auf einmal zu bedienen. Die Kosten sind dramatisch gesunken, um diese Nischen überhaupt anzusprechen und auch Ware an die zu beliefern, was früher nicht möglich war. Deshalb gibt es diesen einen Ansatz, das ist praktisch die linke Seite, das ist der stationäre Handel. Zum Beispiel bei Lidl haben wir 1600 Artikel. Und im Internet, glaube ich jetzt aktuell, hatte ich gelesen, 66.000 Artikel, das ist genau dieser Longtail-Ansatz, der eigentlich ermöglicht, zusätzliche Sortimente, Zusatzartikel anzubieten übers Internet, die man sonst auf der stationären Fläche, wo man das Bottleneck-Regal hat, nach wie vor gar nicht anbieten könnte. Und wenn wir dann sehen, was dann für eine Vielfalt rauskommt, ist das sowohl bei Offline als auch bei Online eine Riesenvielfalt, die da entstanden ist und die auch nicht, wie bei dem Ansatz, den ich vorher erklärt habe, rein über preisaggressive Anbieter gekommen ist. Nein, größtenteils gar nicht. Das sind eigentlich wirklich hochspezialisierte Unternehmen, die aber sicherlich auch nicht unbedingt alle auf der Erfolgsspur sind. Wir alle haben gehört, was mit Veganz passiert ist. Also das heißt jetzt nicht, dass jedes Start-up-Unternehmen, jede Idee nachher skalierbar ist und zu einem Erfolg wird. Und wenn wir uns jetzt angucken,
Okay, auf der einen Seite gibt es sehr, sehr viel Vielfalt im Angebot. Gibt es nämlich noch eine zweite Tendenz. Das ist nicht nur bei den Distributionskanälen, sondern bei den Informationskanälen. Und da ist uns was sehr Interessantes aufgefallen. Das ist eigentlich in den letzten 2 Jahren eine veränderte Suchmaschinennutzung der Konsumenten gegeben hat. Dass 2014 noch Google Nummer 1 war mit Abstand als Suchmaschine für Produkte und dass innerhalb von 2 Jahren Google von Amazon abgelöst wurde. Und da sehen wir sicherlich eine Entwicklung, die vielleicht auch wie bei einer Suchmaschine bei Google mit sehr, sehr hohen Marktanteilen vielleicht nachher auch auf eine Monopolstellung hinausläuft. Und da sind wir dann bei den Ansätzen, dass wir vielleicht sagen, bei elektronischen Märkten kommen wir nicht da in so eine Geschichte, the winner takes it all. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Ansatz mal gehört haben, so Winner Takes It All Markets besagt eigentlich, dass relative Vorteile in den Leistungen zu einer absoluten Dominanz führt. Das kann man vielleicht am Beispiel verdeutlichen. In stationären Märkten sind Sie sicherlich mal bereit, für 90% der Leistung 90% zu bezahlen. Und diese Winner Takes All Markets sagen ganz klar, für 90% der Leistung gibt es 0% Bezahlung. Was haben wir im Ergebnis? Im Ergebnis haben wir Monopolisten. Der Gewinner macht das Rennen, hat die Reputation, hat die finanziellen Vorteile und wird auf Dauer auch seine Marktposition festigen können. Und da gibt es jetzt sicherlich ein paar interessante Ansätze, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, dann wird man denken, okay, jetzt sehen wir hier Amazon bei Non-Food, das sind ja die Zahlen, überwiegend sind das ja Non-Food-Umsätze, die dahinter stehen. Amazon mit weitem Abstand, Nummer 1 hat es geschafft, führender Non-Food-E-Tailer zu sein und auch Marktplatz, fast nochmal mit dem gleichen Umsatz der führende Marktplatz für Non-Food zu werden. Genauso Zalando ist dabei, jetzt der führende Marktplatz entsprechend für Mode zu sein. Und jetzt wäre unsere Geschichte, ja, wie geht es denn jetzt mit Food bei? Weil das ist ja unser Thema, Lebensmittelhandel. Wenn wir da ein paar Jahre vorausdenken und die Entwicklung geht ja immer schneller, ist es auch so, dass bei Food vielleicht nachher auch nur ein E-Tailer übrig bleiben wird? So winner takes it all, wird es einer schaffen oder werden es vielfältige Anbieter sein? Und wenn ja, wenn einer übrig bleibt, wer wird es denn sein? Wird es dieser Amazon Fresh sein, der sicherlich mit Technologien sehr innovativ ist und ganz anders an Sachen rangeht, als vielleicht die etablierten Händler, die wir da haben? Und eine zweite Geschichte, das wird dann sicherlich das Plattformgeschäft sein, wo wir sehen, wo bei Mode und bei Non-Food das immer mehr auf eine Plattform sich konzentriert, wird es auch sein, dass wir vielleicht unsere Lebensmittel, wenn wir sie denn im Internet kaufen, vielleicht über eine Plattform kaufen. Und da denke ich mal, habe ich vielleicht sicherlich ein bisschen Bedenken, weil der Zalando, ich weiß nicht, haben Sie so eine Schätzung, wie viel Provision da fällig ist, wenn man über das Plattformgeschäft von Amazon, Textilien verkauft? Haben Sie so eine Vorstellung? 10%? 20% Zalando. 20% Provision, kann ich Ihnen sagen können, die meisten Lebensmittel haben nicht mal einen Rohertrag von 20% insgesamt, von denen alle Kosten gedeckt werden sollen. Das ist also die Frage, wie sollen so eine Konzepte aussehen, wie können die funktionieren? Die können sicherlich nicht so funktionieren wie bei Non-Food und bei Mode. Da sind sicherlich ganz andere Ansätze vonnöten. Kommen wir zurück zum Thema der Betriebsform und dann glauben wir, wenn wir es zusammenfassen, dass unsere Landkarte des Lebenszyklus so aussieht, dass sie sehr vielfältiger ist und dass wir glauben, dass ganz viele Konzepte, die wir teilweise angesprochen haben, teilweise aus der Zeit auch nicht ansprechen konnten, in der Einführungsphase sind. Das Thema Harddiscount, das Thema Verbrauchermarkt, E-Tailing hatten wir gesagt, von den Biomärkten haben wir noch gar nicht gesprochen, E-Food wird kommen und dann noch ein paar Logos mit Konzepten, ganz innovativen. Vielleicht bleiben es Nischenkonzepte, aber es ist ein Angebot für uns, das wir als Kunde haben. Jetzt hätte ich gerne angekündigt, dass Herr Kortum und ich gerade ein Buch darüber schreiben, das Sie bald kaufen können, aber es würde leider nicht stimmen. Deshalb kommen wir aber trotzdem zu dem Ergebnis, dass der Satz von dem Herrn Mund, er fürchtet eine Verarmung der Angebote. Wir machen uns überhaupt gar keine Sorgen, trotz 75% Marktanteil der großen 4. Denn wenn man die 75% auch mal anguckt, eine Rewe ist nicht eine Rewe. Eine Rewe ist ein Rewe to go, ein Rewe City, ein Penny, ein Rewe XXL, ein normaler Rewe-Markt und so weiter, ein Temma. Das heißt, diese 75% alleine sind schon eine Riesenvielfalt. Herr Kortum und ich, wir machen uns keine Sorgen. Vielen Dank. So. Gibt es Fragen? Herr Jans? Hallo. Vielleicht nochmal zum Thema E-Food. Da sprechen ja alle über Amazon Go. Gibt es da nicht auch wirklich große Nachteile, die so ein Newcomer im Lebensmittelhandel hat? Also muss man wirklich so große Angst haben vor Amazon oder ist es nicht so, dass eigentlich die ja gar keine Größeneffekte hier erzielen können, kein Know-how? Ich weiß nicht, wie ist das?
Wie schätzen Sie das ein? Also vielleicht nicht Nachteile, aber die haben Startprobleme dahingehend, dass sie brauchen einen Einkauf, sie müssen wissen, wie man ein Sortiment in Deutschland macht, sie brauchen eine Logistik, wobei das machen die anderen auch. Ja, die haben es am Anfang schwieriger. Aber am Schluss ist es einfach so, dass Amazon offensichtlich viel kundenorientierter vorgehen, als wir Deutschen das können. Die haben Echo erfunden, nicht wir. Die haben auch zum Beispiel Amazon Go, auch wenn es mit eFood nichts zu tun hat, erfunden und nicht wir. Das heißt, die werden viel mehr es schaffen, dass es für den Kunden auch ein Erlebnis sein wird, zu shoppen und nicht einfach nur, ich shoppe halt jetzt. Und deshalb glaube ich, das wird erfolgreich sein. Wir werden auch gleich, haben wir gleich das Thema mit Herrn Rudermann, eben die Frage haben, warum bietet Rewe und Kaufland nur 10.000 Produkte an, obwohl ein durchschnittlicher Rewe 13.000 bis 15.000 Artikel hat oder ein Kaufland hat über 20.000 Food-Artikel im Store. Warum ist denn das nur 10.000? Amazon Fresh in London bietet, wenn auch teilweise über Plattformen, 130.000 Artikel an. Die spielen das Thema Longtail von Anfang an, weil sie es in der DNA drin haben. Und ich glaube, deshalb werden die es schaffen. Deshalb werden die zumindest sich etablieren. Ob sie der Einzige sind, der übrig bleiben wird, das wird sich zeigen, aber die werden sich etablieren. Davon bin ich überzeugt. Von mir vielleicht einen kleinen Input dazu. Ich stimme mit Herrn Rüschen überein. Ich sehe den kritischen Faktor bei Amazon wie folgt. Wenn man Markenartikel einkauft, dann ist das nicht so schwer. Jetzt würden wahrscheinlich alle sagen, hupsa, was erzählt er da? Also Marke einzukaufen, Markenartikel müssen Sie nicht über Qualität sprechen, da geht es nur um Preis und Konditionen, Punkt. So, wenn Sie jetzt aber ins Eigenmarkengeschäft reingehen oder auch gerade im frischen Bereich, wo oft gar keine Marke da ist, Obst und Gemüse gibt es keine Marke, ja, dann brauchen Sie eigenes Know-how, dann brauchen Sie eigene Supply Chains. Ich sag mal, wenn man jetzt auf einem kleinen Level das betreibt, ja, dann können Sie sich sicherlich auch eindecken mit der Ware. Wenn Sie nachher aber in eine Skalierung reinwachsen, dann können Sie nicht bestehende Supply Chains nutzen. Sie müssen eigene aufbauen. Und da weiß ich, dass Amazon momentan ganz aggressiv im deutschen Lebensmitteleinzelhandel versucht, Leute abzuwerben, dass aber da einfach die Bereitschaft zum Wechseln auch aus finanziellen Gründen einfach zu gering ist. Amazon zahlt so viel für gestandene Einkäufer, so ungefähr, was unsere Absolventen vielleicht nachher haben. Also da kommen die sicherlich nicht weiter und da müssen die auch ein Umdenken haben, wenn sie sich die Top-Leute haben wollen, die Supply Chains aufbauen können, dann müssen sie auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und da ist sicherlich der Amazon weiterhin der schwäbische Sparfuchs. Aber vielleicht ändern die Kalifornier sich noch. Andere Fragen? Keine? Gut, dann vielen Dank. Vielen Dank, soweit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Stefan. Stehen bleiben. Ja, du darfst hier stehen bleiben. Willkommen, Stefan Wein.